musste ihn nach dem zweiten Wort schon umbringen. So, die Laura weiß ja auch nicht viel. Hey, Laura! Ablenken will sie auch nicht. Wo hast du eigentlich kämpfen gelernt? Wie jeder andere auch. Auf dem Schulhof. Okay. Schöner Mantel. Passt gut zu deiner Persönlichkeit. Ja. Danke. Nette Nase. Passt toll zu deinen Schuhen. Pete. Laura? Ja? Kann es sein, dass dieser Steve ein wenig, nun ja... Ein wenig vollkommen durchgeknallt? Denkst du? Robert, bei dem müssen wir vorsichtig sein. Ja, der ist bestimmt Vergewaltiger. Ruine. Was für ein merkwürdiger Ort. Alles hier wirkt, als wäre die Zeit ganz plötzlich stehen geblieben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich frage mich, was mit meinem Vater passiert ist. Mach dir keine Sorgen. Wir finden ihn. Was ist Flötennasen? Könnte ich auch mal wieder machen, ne? Hast du gesehen, wie vorhin die Pforte aufgegangen ist, als ich auf meiner Nase gespielt habe? Ja, das war super. Ich kann dasselbe, aber mit einer Brechstange und einer Ladung Sprengstoff. Nice. Ich wusste gar nicht, dass ich mit meiner Nase Türen öffnen kann. Ich habe sowas noch nie gesehen. Beeindruckt? Du bist wirklich was Besonderes, Flötennase. Yeah. Versteinerte. Diese Leute haben ja alle solche Nasen wie ich. Nein. Ich habe vorher noch nie solche Asposa gesehen. Ich frage mich, was die Conroy getan haben, dass er ihnen die Basilen auf den Hals gehetzt hat. Glaubst du, ich gehöre hierher? Du hättest auf jeden Fall viel Platz für dich alleine. Mann, ey, ich brauch was. Ich habe bei diesen Versteinerten ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich glaube, das liegt daran, dass du einer von ihnen bist. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, Conroy schuldet dir mehr, als du wahrscheinlich ahnst. Okay, Ruine nochmal. Dieser Ort kommt mir bekannt. Das kann nicht sein. Die Pforte wurde seit Jahren nicht geöffnet. Aus Erzählungen. Gut, da weiß einfach gar keiner mehr was. Was können wir mal ein bisschen was kommen? Mit dem Steve mit dem Springseil? Nein! Vielen Dank! Ich darf keine Geschenke von Gästen entgegennehmen! Die will ich doch fesseln. Komm. Nein! Vielen Dank! Ich. Nein! Was ist, wenn ich den Gästeausweis färbe? Warum sollte ich das tun? Damit er eine Farbe hat? Dann sind sie. Ah, goldener Teppich. Das mache ich nicht. Ich brauche irgendwas mit dem goldenen Teppich. Damit den goldenen Teppich. Kann ich. Den goldenen Gästeausweis. Versteinerter Poser, wenn ich den Blumen gebe. Ich glaube. Soll ich den Rost glatt räumen? Ja. Was würde das bringen? Nein, du sollst draufschlagen. Was ist, wenn man auf die Tür schlägt? Geh dann auf. Das könnte. Nein. Gehen wir nochmal zurück zum Empfang, oder? Steve, weißt du noch was? Hier ein Schmalz. Was haben wir denn alles? Wir haben Pilze, Nektarien, Strauß, Springseil, goldener Teppich, Nudelholz. Das mach ich. Mach doch irgendwas. Naja. Ich will doch den Springseil an der Nudelholz. Naja. Dann kann ich da drüber werfen und dann drüber klettern. Aber das macht er ja nicht. Das kann ich nicht. Dann gucken wir uns mal diese coole Hilfe an. Er gründet das Geheimnis der Windkapelle. Besorge goldene Ausweise, um eine Führung in die Windkapelle zu bekommen. Ja, wie denn? Ja. Vielleicht kannst du einen goldenen Ausweis herstellen. Ja, das müssen wir einen Gästeausweis golden machen. Ja. Was denn? Farbbotten bei der Pforte angeschaut. Ah, okay. Wo sind hier Farbmotten? Farbmotten? Bei der Pforte. Ist das die Pforte? Nee, wir gehen nochmal zurück. Farbmotten, ja. Ja, gehen wir mal zurück. Where the fuck? Zur Pforte, okay.
Phosphorus-Farbmotten. Okay. Goldener Teppich. Das könnte schon. Nee, wenn ich jetzt diesen Teppich über den Ast lege. So, jetzt gehe ich da wieder hin, dann gehen die wieder auf die andere Seite. Nicht zu fassen. So, jetzt sind sie golden. Wenn ich jetzt. Das war doch jetzt. Ja, klar war das geraten. Mauerstein, Ast. Kann man die anlocken mit Blumen? Nein, jetzt ist nicht die. Warum denn? Pilze. Naja. Nudelholz. Ja? Nein? Warum soll. Damit du sie tötest. Was ist, wenn ich das Springseil am Mauerstein festmache? Das mache ich. Was ist, wenn ich das Springseil am Mauerstein festmache? Naja. Was ist, wenn ich. So, was kann man noch hier machen? Schuffeline. Oh, Schätzchen, wie süß ja. Von dir. Aber ernsthaft, willst du mich umbringen? Warum denn? Weißt du nicht, dass ich allergisch auf Blumen bin? Worauf bist du denn nicht allergisch? Auf dich? Oh. Laura? Pilze? Brauchst du das noch? Dann würde ich das lassen. Shit, Alter, ich muss schon wieder gucken. Boah, ich bin so dumm, Ja, es hält sich entweder links bei dem goldenen Teppich oder rechts bei dem Gebüsch auf, ja. Wenn dir links... ja. Mit dem Goldstaub könntest du das... Wo ist dieser Goldstaub? Wenn ich die jetzt einfach nochmal... Nicht zu fassen. Nee. Ja, aber wie bekomme ich den Goldstaub? Nicht zu fassen. Da stand das ja, ne? Bin ich auch... Ich bin ja nicht dumm. Leider bleiben Farbmotten lieber unter ihresgleichen und lassen Robert nicht in die Nähe, ja? Mit Hilfe einer. Wie soll ich eine künstliche. Du könntest eine künstliche Farbmotten basteln. Okay. Absperrkordel? Wo ist deine Absperrkordel? Wo ist deine Absperrkordel? Wo? Hä? Wo? Da. Solange der Kerl nicht. Zack. Jawohl. Ha. Geil. Und jetzt? Ich glaube. Okay, das müsste jetzt so schon gehen, oder? Wenn ich die jetzt einfach auf die werf, dann wieder zurückziehe, habe ich die doch. So, jetzt hopp. Sie sind immer sofort wieder weg. Hä? Das wird nicht klappen. Warum denn? Nicht zu fassen. Wieso hat er das jetzt nicht gerade gemacht? Komm, mach doch. Macht er nicht. Das mach ich nicht. Naja. Oh Mann, ey, ich bin so dumm, ich muss alles nachgucken. Tut mir leid, Leute, ey. Ohne Scheiß, ey. Okay, ja, hab ich gemacht. Nahansicht kannst du die Stecknadeln mitnehmen. Da war eine Skizze, ja. Wie soll man auf sowas bitte kommen, Alter? Da muss man doch. Jahrelang alles ausprobieren. Stricknadeln. Ein paar weniger wird sich dann niemand bemerken. Ja, gut, jetzt habe ich die Nadeln. Okay. So. Ja, jetzt sieht es aber auch ganz genau aus, wie eins. Ja, macht natürlich Sinn. Gehen wir nochmal zur Pforte. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht, ey. Jetzt komm. Streng dich an. Sie sind immer sofort Warum? Wieder weg. Warum? Das mach ich. Was?
Das war doch jetzt... Ja, klar war das geraten, Mann. Ey, Alter, willst du mich natzen? Die Quaste mit Sticknudeln am Springseil sieht fast wie eine Farbmode aus, aber es fehlen noch die Flügel. Oh Mann, ey, das war ja wieder klar. Das sind jetzt zwei Stück, zwei Flügel. Ah. Ja, das sieht natürlich jetzt genauso aus wie eine. Sieht aber echt voll ähnlich, nee. Gehen wir die. Farb? Ja, gehen wir. Was? Ja, wenn Menschen. Wie soll aus was kommen überhaupt? Da muss man sich ja alles merken und ich bin nicht ja dumm. Zu fassen. So, jetzt aber. Komm. Sie sind immer sofort. Was ist denn jetzt schon wieder? Vielleicht muss ich mich auf den Mauerstein stellen. Nicht zu fassen. So, Mauerstein. Nein. Oh Mann. Alter, was brauchst du denn jetzt noch? Ja, bla bla bla, so weit war ich doch schon. Was, mit dem Nudelholz kannst du den hervorstehenden Mauerstein in die Wand hineinklopfen. Wenn du zum Beispiel im Empfang einen Mauerstein in die Wand schlägst, dann tritt er aus der Mauer fort wieder heraus. Oh Mann. So, das machen wir jetzt mal. Dann kommt nämlich dieser hier raus. Der muss man ja, da braucht man ja eine Anleitung für das Spiel. So wie das, also ohne die Anleitung wäre das ja. Haha. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Ja, wieso? Ah, jetzt traf ich das. Kann ich den oberen auch reinklatschen? Von hier aus kann. Dann geht drauf. Und jetzt? Von hier aus. Kannst du nicht? Zack! Macht natürlich Sinn, ja. So, jetzt tun wir die da rüber und dann angeln wir da drüben. Runter. Nicht zu fassen. So, in die Ruine. Ich würde ja Jahre brauchen, um da drauf zu kommen, also. So, hopp, jetzt auf den Mauerstein. Hä? Was war das jetzt? Da fehlt doch ein Mauerstein, oder nicht? Nun gut, egal. So. Jawohl. Yeah, goldene Tickets. Ich wusste, irgendwas war mit dem Teppich und Färben. So ein. Die Ausweise haben sich golden gefärbt. Ja. Goldene Ausweise. Mach's gut, Frankenmotte. Du warst mir immer ein guter Freund. Frankenmotte. Nun gut. Geh mal runter, jetzt haben wir die goldenen Ausweise. Jetzt wieder gucken. Was? Ist das von der Familie? Ja, klar sind wir von der Familie. Haha. So, hier, Steve. Das ist ein bisschen buggy da, oder nicht? Nun gut. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn einen... Oh ja. Bitte folgen Sie mir. Cool. Windkapelle. Yay! Schau dir all die versteinerten Asposa an. Ist das nicht traurig? Wenn Sie versteinerte Asposa sagen, meinen Sie wahrscheinlich die lebensecht wirkenden Nachbildungen. Wenn du lebensechte Nachbildung sagst, meinst du wahrscheinlich versteinerte Asposa. Laura, wenn Steve mit der Realität nichts zu tun haben will, dann ist das eine ganz private Entscheidung. Recht vielen Dank! Moment! Ihre Nasen. Sie sind alle so wie du. Gewesen. Tut mir leid, Flöten. Tut mir leid, Robert. Ist schon gut. Ich kannte sie ja nicht. Oder das, glaube ich zumindest. Okay. Okay, wir sind jetzt in der Windkapelle. Da sind ganz viele versteinerte Asposa. Was machen wir jetzt? Eine Schale. Damit kann ich nichts machen. Das ist mir bekannt. Eine leere Schale. Eine leere Schale. Tu mal Schuhen rein. Was machst du denn hier? Und wer passt auf den Empfang auf? Okay. Kann ich da Blumen reinstellen? Ich weiß nicht, was...